Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret of Mana. Letzte Folge haben wir unsere Doppelgänger besiegt. Und jetzt müssen wir in den Baum, also wir müssen zur Mana-Festung. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt, weil jetzt sind die Gegner halt nicht mehr easy. Also ich habe sie zumindest nicht easy in Erinnerung, aber ich habe, also, dass ich zu diesem Punkt gespielt habe, jemals, das ist 3 bis 4 Mal vorgekommen. Das heißt, langsam habe ich keinen Plan mehr, was ich machen muss. Und welche Gegner nacheinander kommen, das weiß ich jetzt langsam nicht mehr. So, das da vorne müsste eigentlich schon entweder die Goldens oder die Mana-Festung. Nein, das ist die Dingelcheninsel. Wir suchen eine Mana-Festung. Wie sieht die denn aus? Das ist ein Korallenriff und das ist, glaube ich, die Mana-Festung, wenn ich. Ja. Der Mana-Tempel. Oh mein Gott. Wir sind im Mana-Tempel. Das ist krass. Ja. Der nächste Gegner wird aber echt nicht easy. So, hier sind wir nun. Ich glaube, wir kommen auch jetzt nirgends weiter. Wir können das jetzt mal gerne alles ablaufen. Aber ich glaube, wir können im Moment da nur reingehen. Und mehr können wir gar nicht machen im Moment. Oh mein Gott, das wird echt cool jetzt gleich zu sehen, ob wir das schaffen oder nicht. Weil das jetzt. Ich sag so oft, dass wir ein beschissener Gegner, aber das wird halt echt einer da, wo irgendwann schon so gewarnt wird, dass der scheiße ist. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal rein. Hier, ihr seht, wir kommen hier im Moment nirgendwo weiter. Wir können da nur reingehen. Oh Gott. Ich glaube, man steht jetzt nämlich auch direkt von Endgegner. Der Imperator und. Ey, Markus ist gar nicht da. Die anderen zwei kennen wir gar nicht, oder? Das seid ihr. Ich dachte mir schon, dass ihr hier auftaucht. Der alte Kontinent erscheint an der Oberfläche, sobald alle 8 Siegel in den Tempeln gebrochen sind. Dies ist der letzte. Hiermit wird die Mana-Festung wieder in den Himmel emporsteigen. Zu dumm nur, dass ihr den Genuss dieses Anblicks kommen werdet. Achso, dass wir nicht in den Anblick kommen werden. Also mit wem soll ich anfangen? Eure Majestät, überlasst es mir und Pharmonar müsst euch zum Altar begeben. Okay, cool. Das ist die Rache dafür, dass du mich in Tasnika meine Pläne vermasselt hast. Was? Du warst der dunkle Assassine? Ihr Narren. Ihr werdet die geringste Chance gegen mich haben in meiner wahren Gestalt. Nämlich ist er der Blasserbeißer Scheik. Die Unterwelt erfüllt mich mit der Kraft. Sie verleiht uns diese Stärke, die wir brauchen. Ich werde euch zerquetschen wie Insekten. Was soll das heißen? Etwa heißen, dass der Imperator arbeitet für Morfolia? Was? Was bist du nur für ein Narr? Natürlich haben wir alle einen Pakt mit den Mächten der Unterwelt geschlossen, um die Kontrolle der Welt an der Oberfläche zu erlangen. Jetzt müssen wir nur noch die Mana-Festung reaktivieren, um unsere gesamte Menschheit zu unterwerfen. Für euch ist hier Endstation. Ja, Socke, wir machen jetzt mal eine Stammbombe, aber ich glaube, die bringt bei denen halt so ein. Ne Scheiß-Ding. Also das bringt, glaube ich, gar nichts. Ach doch, das bringt da was. Oder man hat jetzt ein Konter-Magie-Schild. Scheiße, ich bin tot. Okay, ich heile uns alle mal kurz. Jetzt können wir nämlich nur draufhauen. Okay, alle draufhauen. Bitte alle einfach mal draufhauen. Könntet ihr bitte mal draufhauen? Ja, Sokka ist bewusstlos, das ist echt nicht cool. Ich sag doch, der Gegner ist nicht so chillig. Ich glaube, wir müssen so eine Zaubersperre draufhauen. Wie ist das? Boah, ja, wir machen jetzt einfach mal diesen Magiebann. Weil ansonsten sterben wir hier, glaube ich. Ja, greif mich an. So, und dass Sokka das jetzt gemacht hat. Sollten wir, denke ich mal, wieder mit Schlammbomben angreifen können, weil jetzt keine MP mehr haben sollte. Und ja, perfekt. Ja, jetzt ist er down. Puh, das war jetzt gerade schon ein bisschen ein kurzer Schreckensmoment. Okay, cool, aber wir haben es geschafft. Jetzt kriegen wir, glaube ich, einen Lanzenohr ab. Und weiter geht's.
Speer, ja, das ist die Lanze. Nein, wie konntet ihr mich besiegen? Von einem Kind. Ah! Arsch. Der Altar ist direkt gegenüber uns. Gehen wir. Okay, da die anderen da lang gegangen sind, gehe ich auch einfach mal da lang. Da ist der Samen. Achso, wir schaffen das. Jetzt können wir alle Magie auf Level 8 aufleveln. Ihr müsst von hier fliehen. Wer sagt das? Ah, Harzinger. Ich bin Harzinger, das Element des Holzes. Die Schützen des Siegelsamen, der Welt sind alle gebrochen. Der Kontinent unter dem Tempel wird jeden Moment aus den Tiefen emportauchen. Ihr müsst die Insel sofort verlassen. Und was ist mit dir? Ich war nicht in der Lage, den Tempel zu beschützen. Ich werde mein Schicksal akzeptieren und hier bleiben. Sei doch nicht dumm, das bringt doch nichts. Komm mit uns mit und hilf uns, das Mana zu retten. Ich bezweifle, dass ich euch eine große Hilfe wäre. Dieser Tantalus hat die meisten meiner magischen Kräfte weggesperrt. Jetzt macht ihr nicht die Gedanken. Komm mit uns. Schnell. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, ich werde tun, was ich kann. Harzingers magische Kräfte erhalten. Oh nein, der Kontinent, wie er nach oben steigt, rauf auf Lufti und weg hier. Ja, Lufti kann jetzt schon durch Wände schweben. Lufti ist was ganz was Besonderes, ich merke schon. So. Ich steuere jetzt gerade übrigens nicht. Ach, wir sehen gerade die Erstehung des Kontinents. Ja. Achso, ich kann wieder. Haben wir jetzt halt. Kann ich in mein Menü reinschalten? Kann ich da landen wieder? Will ich da landen? Ich glaube nicht, dass ich da landen möchte. Kann ich bitte irgendwo anders hinfliegen, da wo ich lieber sein will? Ah ja, ich kann ja. Ich bin zu doof für die Steuerung mal wieder. Kann ich einfach da landen? Keine Ahnung. Tasnika, okay, ich will nicht nach Tasnika. Ich will irgendwo hin, da wo ich speichern kann und aufleveln kann. Zum Beispiel nach Pandora. Das ist ein schöner Ort, um zu speichern und zu leveln. Und zu schauen, ob ich jetzt halt alle Mana-Samen habe, dass ich jetzt leveln kann. Ach nee, Mühldorf ist es, wo wir sind. Ich verwechsel da unter die Namen. So, jetzt haben wir nämlich hier Harzinger. Und der kann wiederbeleben. Das wird so was ganz was Schönes sein zum Aufleveln. Und, ja, und hier können wir Schlummerblume machen, das kennen wir ja schon. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt halt auch die im letzten Samen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, Leute. Ihr wisst ja, was das heißt. Wir können wieder leveln. Yay. Aber das letzte Mal die Magie leveln, das allerletzte Mal, ich verspreche es euch. Oh mein Gott. Ich möchte nur schauen, ob das wirklich wahr ist, dass wir jetzt leveln können. Okay, du nimmst wieder dein lustiges Heilding und Socke fängt. Es ist halt auch dämlich, weil wir halt jetzt die Waffe 0 mitleveln, aber das haben wir sonst auch irgendwie nie getan. Und du kannst wieder MP ziehen. Hier, du heilst dich mal selbst und dann schauen wir, ob das was bringt und wie viel Prozent das bringt, dass ihr... Seht, mit wie viel Bock ich jetzt in die letzten Geister hochlevel. Schauen wir mal. Hä, Stufe 7. Okay, wir können noch gar nicht leveln. Vergiss es, Leute. Wir können noch nicht leveln. Hä, aber das war noch gerade 8 Samen. Oder bin ich jetzt so dumm zu zählen? Hä, das sind 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind 8. Hä, warum kann ich meine Magie nicht hoch? Warte, wir machen noch einen Versuch. Also Waffen hochleveln wäre halt jetzt dämlich, weil wir nur 3 Waffen oder so haben zum Hochleveln und unter 4 macht das meiner Meinung nach immer keinen. Okay, wir können das noch nicht hochleveln. Wir haben den Samen nicht, aber wir haben den Samen im Menü stehen. Okay. Ja, ich gehe mal speichern und nächste Folge wird dann wieder... Geht's dann weiter in der Story tatsächlich und wir leveln gar nicht. Das ist was Schönes. Leveln ist etwas, was mir wirklich nicht viel Spaß macht, vor allem inzwischen nicht mehr.
So am Anfang war das ja okay, als es irgendwie 10 Minuten gedauert hat oder 20 Minuten, aber da das jetzt seit neuesten 3 Stunden dauert, habe ich da immer wenig Lust drauf. Aber wir haben uns, glaube ich, gut geschlagen. Nee, also das Gelaber hören wir uns jetzt hier nicht an. Das gibt's nicht in der Hauptstory, dann möchte ich das hier auch nicht hören. Das ist einfach nur immer so, die provozieren sich alles selber und machen unlustige Witze. Also, das kann man sicher irgendwo online nachlesen, wenn ihr das mal wissen wollt. Aber das ist halt. Ich finde, das macht das Spiel ein bisschen kaputt. Ich brauche da keine zwischenmenschliche Kommunikation. Okay, ja, dann speichere ich jetzt eine Runde. Ja. Und dann geht's nächstes Mal weiter im Mana-Tempel. Bis dahin. Tschüss.